Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder die alljährliche F1-Einkaufstour zu Halloween. Und zwar sind wir gerade auf dem Parkplatz von Thomas Phillips. Die haben ja bekanntlich immer ein bisschen F1 da. So dieses Jahr wahrscheinlich auch. Ich werde mal reinschauen. Ob ich was mitnehme, weiß ich noch nicht. Bei Lidl war ich schon am 21., also wo das Jugendfeuerwerk neu draußen war. Bei Lidl, da kann ich mir ein Bild einblenden, was ich gekauft habe. Kann ich jetzt machen. Und dann werde ich nach dem Thomas Phillips wahrscheinlich noch zum Teddy fahren und da gucken, was die haben. Ist ja relativ teuer, aber mal schauen, was sie einfach haben. Und genau, also wie gesagt, jetzt Thomas Phillips und dann danach wahrscheinlich noch, oder auf jeden Fall noch Teddy. Und mal gucken, was sie so mitnehmen, ob ich was mitnehme. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns ja, im Thomas Phillips. So, jetzt wieder aus dem Thomas Phillips draußen. Filmen konnte ich innen leider nichts, weil viel los war, aber ich war sogar erfolgreich. Einmal gab es hier die Freaky Crackler, also wie Knallkraut quasi, von Nico, und einmal die Irrlichter von Nico für jeweils 69 Cent. Die hätten auch noch die, ja, die wilde Hummel und so gehabt, also die ganzen Einzelpackungen von Nico und die Bengalfeuer. Die kosten 3 Euro knapp und die Packung jeweils 69 Cent. Genau, ich habe das beides jetzt mal mitgenommen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Teddy wieder. Bis dann. So, also wir sind jetzt hier bei Teddy angekommen und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein. So, jetzt bin ich auch aus dem Teddy draußen. Hier gab es einmal die Flitze Feuersteine, einfach um die aktuelle Charge zu testen, mittlerweile 1,55, wie letztes Jahr eigentlich auch. Und aus Nostalgiegründen habe ich einmal die dicken Brummen mitgenommen, ebenfalls 1,55. Genau, leider muss man sagen, in dem Teddy, wo ich hier war, ist es so, dass sind ganz viele Pakete irgendwie aufgerissen und Zeug rausgenommen und alles sieht ganz wild aus, habt ihr im Video gesehen. Deswegen war das einzige Verwertbare. Da lag auch noch so ein Mystic Fire oder so von Pyroland, aber halt einzeln rum. Ohne Verpackung und nichts. Das war ein bisschen, ja, da drin ging alles drunter und drüber. Aber das ist dann jetzt die Ausbeute von heute. Von der kleinen, ja doch sehr kleinen F1 Einkaufstour zu Halloween. Lidl, wie gesagt, war ich auch schon. Das blende ich dann noch mit ein, was ich da gekauft habe. Und dann würde ich sagen, ja, war es das auch mit dem Video. Die nächste F1 Sache, die kommen wird, ist dann wahrscheinlich, wenn es bei Penny wieder hoffentlich die Weko-Neuheiten und so weiter gibt, Anfang Dezember. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass dies auch wieder ist. Und genau, würde ich sagen, das ist die Ausbeute. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.